Ja, heute holen wir den Wohnwagen endlich ab. Und wir hoffen, das klappt alles so. Wir haben uns um alles gekümmert. Aber es ist ja immer der Faktor X noch dabei. Guck mal, ein Storch. Ein Storch läuft da. Wie süß. Goldig. Guck mal, ein Rabe. Ah, Rabe, ja. Guck mal, Piepmatz sitzt neben mir. Nach 500 Metern. Ja, wir machen schon eine kleine Pause. Wir fahren erst 10 Minuten, aber das war doch schon anstrengend, ne? Wir sind auf dem Rastplatz. Sowas habe ich immer früher mit meinem Opa, Oma auch Rast gemacht. Brötchen gegessen. Hast du auch gemacht mit deinem Papa? Ist schon ein schöner Parkplatz hier. In 20 Minuten sind wir da. Ich wollte euch einen Zeppelin zeigen, aber der ist jetzt wieder weg. Der ist hinter dem Bullen. Hinter dem Büschchen. Wann kommt ungefähr die Grenze? 15 Kilometer kommt ungefähr die Grenze. Jetzt seht ihr den Zeppelin ganz gut. Das ist natürlich auch irgendwo hier eine romantische Route für uns. Wir können uns gar nicht konzentrieren, oder? Jetzt sind wir an der Grenze. Jetzt fährt er da durch. Letztes Mal waren hier Grenzpolizisten, heute nicht. Ah, die sind da. Guck dort. Da können die wieder. Lass mich doch, wieso bin ich wahnsinnig? Ihr seht, fehlt meine Frau. Wir haben uns gerade ein bisschen gestritten, weil wir sind in die Schweiz gefahren und wir müssten erst die Verzollungspapiere abholen, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich hoffe, das stimmt. Sonst ist hier nochmal richtig Toba-Lober. Und in der Schweiz, dann ging auf einmal das Datenroaming nicht mehr, also die Internetverbindung. Und so konnte ich jetzt nicht die Adresse rausfinden. Zum Glück geht es jetzt wieder und ich hoffe, das klappt jetzt alles. Und meine Frau beruhigt sich ein bisschen. Deswegen muss ich jetzt hier gucken, dass wir den Weg finden. Weil ich kenne mich auch nicht in der Schweiz aus. So, jetzt hoffe ich, das klappt alles. Habe jetzt die Route eingegeben. Jetzt sind wir bei der Verzollungsfirma, die für uns die Papiere fertig gemacht hat. Und wir hoffen, das geht jetzt schnell, dass wir endlich zum Wohnwagen fahren können. Denn dort wartet dann auch jemand für uns, der den Wohnwagen auf seinen Anhänger macht. Das können wir nicht selber. Also, jetzt haben wir ein Parkplatz, jetzt gehen wir rein. Wir sind da gerade voll umsonst hingefahren, weil das war nur die Spedition. Und die Verzollung ist gleich am Zoll, kann man sich auch denken. Hatten wir im Hinterkopf, aber wir haben nicht mehr dran gedacht. Jetzt müssen wir wieder zurück. Jetzt fahren wir doch erst den Wohnwagen holen. Das ist der Wohnwagen. Wie gesagt, ist kein neues Modell. Aber für uns gut, ist ja für den Garten, hey. Wir haben jetzt den Wohnwagen geholt und der ist jetzt auf einen Anhänger. Jetzt müssen wir zum Zoll fahren. Das mit dem Zoll haben wir jetzt auch erledigt. Hat ein bisschen gedauert. Und jetzt geht's nach Hause. Wir warten gerade auf den, der fährt. 6 Minuten sind wir endlich am Garten. Jetzt sind wir im Garten und der Wohnwagen ist da und ich kann euch mal zeigen, wie der drin aussieht. Nicht erschrecken, ist noch ziemlich übel. Die Fenster habe ich aufgemacht, also die sind vorhanden. Wie man hier sieht, da das Fenster ist offen und der Ofen, kleine Garderobe. Sieht jetzt natürlich irgendwie alles ziemlich, hey, übel aus, aber das machen wir ja noch. Das haben wir noch alles. Zeig mal den coolen Radio. Das Radio hier, das ist Nostalgie. Das ist cool. Vielleicht kriegen wir das wieder laufen. Ich hatte ja schon gesagt, dass irgendwie der Strom nicht geht. Aber vielleicht kriege ich das hier hin. So. Willst du Auto kaufen? Kommst du rein in meinen Wohnwagen, ne? Können wir mal was klären? Hiermit werde ich den Ofen abdichten, das ist feuerfest. Es kann direkt ein Feuer ausgesetzt werden und damit werden wir das jetzt abdichten. Hier ist der Ofen. Da sieht man, da ist noch Asche drin, der wurde benutzt. Ansonsten gibt es hier noch eine Heizung. Das ist eine Gasheizung. Die Schränke, die müssen wir alle dran machen. Das sieht jetzt so aus, wir mussten denen transportieren. Deswegen, hier und da ist nicht alles so, wie wir uns das vorgestellt hatten in unserem Wohnwagen. Und das sieht jetzt wirklich auch sehr schräg aus. Hier ist das Styropor, weil der hat ja da drin gewohnt, dass es ihm nicht kalt wird im Winter. Das ist ein bisschen abgedichtet. Das machen wir natürlich ab.
Ansonsten, ja. Da geht dann der Kamin, der Rohr durch. Ja, eine Luke. Das war, glaube ich, mal das Bad früher. Alles Mögliche hier drin. Das ist cool, das kann man schön so machen. Oh. Aha. Aha, das hebt mir nicht. Boah. Für Mama, Papa. Kinderecke, oder? Ja, klar. Ja, wir müssen uns da hinten was einfallen lassen. Da will ich so eine schöne Sitzgruppe machen. Du, Renate, bei den Kindern können wir eigentlich so lassen. Ja, was ist das hier? Ein Block. Also noch so ein paar Sachen, was er drin gelassen hat. Ja, also... Ihr seht ja selbst, das wird ein Experiment. Mal gucken, was wir daraus machen. Oh, was kam denn da rausgeflogen? Ja, okay. Das war's für heute erstmal. Jetzt fahren wir nach Hause und die Kinder ab. Und da muss ich noch ein paar hundert Zeitungen sortieren. Zeitschriften, Werbung sortieren. Und morgen früh gehen wir dann wahrscheinlich wieder in den Garten und machen weiter. Bis dahin, ciao.